Hallo liebe Freunde, willkommen zu einem weiteren Part Assassin's Creed. Offline habe ich das ja gesagt, das mache ich demnächst immer. Werde ich, soweit es geht, die Karte öffnen. Den Teil habe ich jetzt nicht besichtigt, weil ich denke mal, wir müssen am Ende sowieso dahin. Kann man das vielleicht im Nachhinein machen. So schätze ich das. Sonst habe ich alle Bürger hier gerettet, soweit es ging. Und natürlich, wenn man die Karte öffnet, sieht man diese kleinen Nebenmissionen. Aber bevor wir die Nebenmissionen machen, gehen wir erstmal zu unserem Verbindungsmann, weil schließlich brauchen wir von ihm erstmal auch die Erlaubnis, dass wir untersuchen können, dürfen. Ich meine, schließlich hätte ich das auch jetzt machen können. Aber egal, halten wir uns daran, machen wir es so. Friede sei mit euch, Malik. Eure Anwesenheit stört meinen Frieden. Was wollt ihr? Al-Mualem bat mich... Bat euch, eine niedere Arbeit auszuführen, um euch reinzuwaschen. Worum geht es also? Sagt mir, was ihr über einen Mann namens Talal wisst. Es ist eure Aufgabe, den Mann zu finden und zu töten, Altair. Nicht meine. Ihr solltet mich unterstützen. Sein Tod dient dem ganzen Land. Leugnet ihr, dass sein Tod auch euch dienen würde? Das sollte nicht eure Sorge sein. Aber eure Aktionen bereiten mir Sorge. Dann helft mir nicht. Ich finde ihn auch allein. Wartet, wartet. Es hilft nicht, wenn ihr wie ein Blinder durch die Stadt stolpert. Besser, ihr wisst, wo ihr mit der Suche beginnen sollt. Ich höre. Mir fallen drei Orte ein. Südlich von hier auf den Märkten, entlang der Grenze zwischen den muslimischen und den jüdischen Vierteln. Im Norden, bei der Moschee in diesem Viertel. Und im Osten, vor der St. Anna-Kirche, in der Nähe des Bab Arihar-Tores. Ist das alles? Es reicht, um zu beginnen. Und es ist mehr, als ihr verdient habt. Uiuiui. Hofft ihr, dass ich es für euch erledige? Ah, okay. Da ist das Zusammentreffen ja mit Malik und Altair natürlich nicht wohlgesonnen. Die Assassin's Creed 1 gut kennen oder die jetzt mein Let's Play bis jetzt verfolgt haben, wissen, dass dieser junge Mann, unser Verbindungsmann, nämlich einer von den Jungs waren, die mit uns in der Schatzkammer waren. Also sprich im ersten Part oder im zweiten Part halt. Der auch seinen Bruder verloren hat, wegen Altair und natürlich auch seinen Arm, wie man sieht. Und deswegen kann er jetzt nicht mehr als Assassine arbeiten und ist jetzt, naja, Verbindungsmann. So eine Art scheinbar Bürohengst. Aber egal. Suchen oder gucken wir nach den Informationen. So, schnell raus. Ab, ab. Na? Und um. So. Also, das heißt, wir müssen erstmal Informationen sammeln, ist klar. Hier gibt es das erste und auch noch eine einfache Mission. Taschendiebstahl. Gut, ich habe schon mal gesagt, Taschendiebstahl ist. Nur ist eine einfache Mission. Ich habe mich ja grandios angestellt. Super genial. Echt empfehlenswert. Ich glaube, das war sogar in Akkon. Die es noch nicht geguckt haben, schaut mal rein. Tierisch geil. So, da ist schon wieder eine Wache. Aber ich umgehe die mal. Ja, kein Problem, du. So, jetzt. Ah, komm, Alter, ihr. Da kleines Stück schaffst du. Ach, Kerl, ich bitte dich. Hm. Manchmal liebe ich's. Manchmal liebe ich's. So, da sind die zwei Personen. Das ist eine Wache. Und, komm. Ah. Runter. Hinsetzen. Lauschen. Wenn die Wache nicht einschreitet, liegt es an uns, etwas zu unternehmen. Was ihr vorschlagt, ist Wahnsinn. Aber notwendig. Wie viele mehr müssen verschwinden, bevor die Menschen sich erheben? Das geht uns nichts an. Noch nicht. Aber wenn wir weiter untätig sind, schon bald. Also, was schlagt ihr vor? Ich habe den Mann beobachtet und alles über sein Geschäft gelernt. Ich habe alles auf dieser Karte verzeichnet. Er inspiziert sein Lager, jeden Tag zur gleichen Stunde. Dann schlage ich zu. Ihr habt also einen Fetzen Pergament. Das rettet euch nicht, wenn ihr entdeckt werdet. Es schützt nicht vor Schwertern oder Pfeilen. Soweit wird es nicht kommen. Egal. Aber es ist ein Risiko, das ich eingehen muss. Wünscht mir Glück, mein Freund. Fürwahr, das werdet ihr brauchen. Garantiert. Aber soweit wird es ja nicht kommen, wenn ihn natürlich bestehlen.
Oh, wie fällt ihm das noch nicht jetzt auf gleich? So, komm, geh deines Weges. Alles klar, und... Ah, komm! Ha, ging doch gut. Ohne große Schwierigkeiten. So gefällt mir das. Nächste Aufgabe. Ja, irgendwie rush ich gerade da so ein bisschen durch. Befragung, auch eine gute Aufgabe. Natürlich, wenn wir diesen Herren befragen. Ich hab nicht viele Messer. Ich würde gerne klauen, aber das muss ich im Nachhinein machen. Aber manchmal... Ich meine, ja, beim Verbindungsmann kriegt man ja sowieso immer wieder Messer. So, zack, darüber, hierüber. Ah, geht doch gut. Kleiner Hechtsprung, schaffst du? Ah, geht doch, Alter, hier. Sportlich, wie eh und je. Oh. Oh. Immer diese Wachen. Aber gut, ich meine, Akon war echt schlimm. Kam mir vor, dass auf jedem zweiten Dach wirklich so ein blöder Scharfschütze oder Bogenschütze halt war. Ja, natürlich ätzend. Rest des Weges gehe ich mal zu Fuß. Ja, okay, so ein bisschen Parcours. Oh. So, anrempeln wollte ich jetzt die Leute nicht. Ich habe genau das, was ihr braucht. Nee, ich brauche Informationen. Nee, ich habe kein Geld. Weg, weg, push. Ach, immer diese Fans. Der Herr ist mit uns. Ja, ja, der Herr ist überall und... Ja, nee, jetzt wird's hier wieder böse. Okay, wie weit ist das denn noch? Jetzt mal ohne Flachs? Oh, im Nobelviertel. Schaff ich den Sprung? Wer kann sagen, was die Zukunft bringen wird? Welche Tragödien? Schützt euch vor einer ungewissen Zukunft. Schützt eure Liebsten. Arbeitet hart und ihr werdet belohnt werden. Talal gibt euch sein Wort. Wer kann sagen, was die Zukunft bringen wird? Welche Tragödien? Schützt euch vor einer ungewissen Zukunft. Schützt eure Liebsten. Arbeitet hart und ihr werdet belohnt werden. Talal gibt euch sein Wort. Ja, ich wollte schon sagen, wie oft willst du es denn jetzt wiederholen? Faust ist ausgerüstet. Na, gehen wir mal in eine dunkle Ecke. Ah, gefällt's mir, Meister? Aber nicht, wenn diese bulligen Diebe, ja genau, solche Typen vorbeilaufen, weil die kloppen sich gerne damit, wenn wir solche Leute eben befragen. Aber es soll mir egal sein. Ach, gib mir die Information! Na, komm her! Na los! Bist du gut? Ja, seht ihr? Sofort! Will er mitmachen? Ich habe euch nichts zu sagen. Sprecht mit mir oder sprecht mit Gott. Es ist eure Wahl. Ihr werdet ein Werk nicht zunichte machen. Das könnt ihr nicht. Zunichte machen? Welches Werk? Er bereitet sie für die Reise vor. Reise wohin? Sie sind in seinem Lagerhaus. Und wenn die Zeit reif ist, werden sie nach Akon verschickt. Wo ist dieses Lager? Und warum Akon? Talal sagt mir nur, was ich wissen muss. Mehr nicht. So ist es sicherer. Für ihn vielleicht, aber nicht für euch. Ja. Aus die Maus. Überall. Natürlich nur das Böse und Chaos. Nicht du jetzt. Ich komme echt auch zu ungelegenen Zeiten auf den Dächern, wa? Aber darauf, oder sagen wir es so, werde ich mich nicht beirren. Was haben wir denn jetzt noch? Oh, Informant. Ich glaube, jeder kann sich denken, wer jetzt bis jetzt mein Let's Play, mein Gott, wir stottern, das Let's Play bis jetzt beobachtet hat. Ich liebe den Informanten. Total Knorke. Oh. Ich glaube, es geht nur einfach mal am Belauschen. Ja, und dann versuche ich mich natürlich an den Informanten. Oh Gott, wie hab ich ihn geliebt. So, ich glaube einmal nach rechts. Oh, und weg. Nee, reg du dich nicht auf. Ne?
Geh, du Bauer, bevor ich mich vergesse. Ich gehe ja schon. Die Leute haben echt die schlechte Laune ohne Ende. Okay. Wollte schon meinen, wann hört das denn auf? So. Nee, nee. Ich weiß, wollte sofort wieder in den Dachgarten, Alter. Hier, ich kenne dich doch. Aber sowas gibt's nicht. Aber ja, wieder klar. Kann ja, ich Idiot, der kann ja nicht packen. Boah. So. Ja. Mach's mal anders. Zack, zack. Der verdammte ein Templer, ein Templer. Wisst ihr was, Leute? Ich zeige euch mal was. Da ist ein Templer. Ich habe schon mal einen erledigt gehabt. Auf Screen kann ich euch leider, naja, nicht zeigen, ist klar. Aber für alle, die die Templer jagen und den Kampf schwierig finden, weil die hauen wirklich rein. Ich muss eben kurz meine Flucht. Kann ich hier? Kann ich. Gut. Vielleicht reicht die Höhe aus. So. Ich zeige euch nochmal ganz schnell, bevor der Part endet. So. Ja, ja. Oh, okay. So. Seht ihr, er ist an sich schon knochenhart, aber wenn er auf dem Boden liegt, dann ist er platt. So geht's, wenn ihr mal kontern könnt. Manchmal ist es echt schwierig. Eigentlich wollte ich euch was ganz anderes zeigen. Ist ja klar. Macht so. Wenn ihr den nicht fertig macht, geht auf wirklich hohe Dächern wie der hier. Dann klettert er nämlich hoch. Meistens auf eine Leiter. Wenn er die Leiter oder Dach gerade hochgeht und er hangelt, dann schlagt einmal zu. Dann fällt er um. Aus dieser Höhe reicht, denke ich mal, auch aus. Und dann ist er tot. So geht's am einfachsten. Und ihr solltet wirklich mit dem klopfen, wenn ihr so ungefähr die Energieleiste habt. Weil der schlägt zu und ein Schlag ist, glaube ich, 2 Balken. Und das ist eine Menge. Aber kann halt sein, dass es jetzt irgendwo im Gebäude ist. Kann das wirklich so sein? Irgendwie? Ah, natürlich. Ja, jetzt nicht anders erwartet, ne? Ah, ja. Hm. Ah, sind die Gelehrten schnell? Komm. Könnt ihr mich da reinbringen? Das wäre super. Oh, auf die Schnelle. Na, links wäre super. Genau. Entschuldigung. Ich habe den ganzen Tag irgendwie so ein Kloß im Hals. Ist ja echt ätzend. Ja. Dankeschön, Dankeschön. Ihr seid ja super. Ja, ihr habt eure Arbeit getan. Nee, 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 Alter, ihr. Belauschen. Also an diese Art von Belauschen kann ich mich echt nicht mehr erinnern an diesem Ort. Aber egal. Er ist ein Feigling. Wenn das Geld nicht wäre, wäre ich längst fort. Ihr seid entweder dumm oder blind. Oder beides. Warum sagt ihr das? Ihr saht nicht, was geschah. Ich habe genug gesehen. Die Karawane wurde angegriffen und er hat sich davon gemacht. Nein, er ist nicht geflohen. Wie meint ihr das? Hast du vergessen, was aus den Angreifern wurde? Sie wurden von unseren Bogenschützen gefällt. Unseren Bogenschützen? Er war's. Allein. Du meinst, er hat uns gerettet? Ja, er lief auf höheres Terrain und tötete sie alle mit seinem Bogen. Das wusste ich nicht. Dieser Mann ist ein Meisterschütze. Merkt euch meine Worte. Gut, ich glaube, jetzt weiß ich wieder, wer dieser Talal ist. Ja, ich bleib mal sitzen. Ist ein wirklich gefährlicher Typ und ich kann euch versprechen, mit dem Kerl, das wird echt spannend, das wird echt cool. Der hat auch so seine kleine Raffinessen. Jedenfalls kümmern wir uns das vielleicht für die nächste oder übernächste Folge. In der nächsten Folge mache ich das mit den Informanten. Ja, ich traue mich wieder ran. Ich Glückspilz. Wer das mit dem Informanten nicht kennt, guckt euch das an. Ich habe es auch irgendwas Ärger mit Informanten auch so genannt im Part. Wenn es euch gefallen hat, natürlich abonniert, kommentiert, bewertet. Ich würde mich freuen. Auch auf Facebook könnt ihr eure Kommentare hinterlassen. Ich werde auch auf jeden Fall jede einzelne beantworten. Also die Zeit nehme ich mir. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Tschüss.